Guten Morgen und ganz herzlich willkommen zu meinem neuesten, hoffentlich Daily Vlog. Yay, yeah, ich muss mich wieder mal rasieren. Wow. Ich weiß, es ist vielleicht ein komisches Thema, um da jetzt drüber zu reden, aber Bartwuchs. Das ist voll gemein. Ich bin in so einem richtig blöden Zwischenstadium. Ich muss mich rasieren, weil ich ja diese ganzen scheiß Stoppeln kriege. Was ich aber meistens gar nicht mache, weil ich einfach so stinkfaul bin und mich deswegen kaum rasiere, nur ganz selten. Und auf jeden Fall, wenn ich mich rasiere, ein paar Tage später sind diese Stoppeln wieder da. Das heißt, ich muss mich dort rasieren, aber ich kriege auch keinen richtigen Bart. Ich finde Bart immer unglaublich attraktiv. Also, jetzt vielleicht nicht bei Frauen, da vielleicht eher nicht so. Und naja, no homo und so, aber ich fand Männer mit Bart immer schon sehr, sehr attraktiv. Oh ja. Ich wollte schon immer einen Bart haben, aber mir wächst einfach noch kein Bart. Dazu bin ich zu jung, aber ich krieg diese scheiß Stoppeln hier. Und das ist voll zum Kotzen. Das ist so, der kommt so raus und sagt, hey Tobi, du könntest deinen wunderschönen Bart haben und dann würde dein Gesicht unwiderstehlich aussehen. Aber nee, du kriegst hier nur so ein paar hässliche, ekelhafte Stoppeln. Und das Ganze ist wieder mal ein super Beispiel von First World Problems. Während 17-Jährige auf dem Rest der Welt verhungern und verdorsten und krepieren, reg ich mich drüber auf, dass mir kein richtiger Bart wächst. Uns geht's zu gut. Heute ist für mich mal so ein richtiger Gammel-Day, was auch wahrscheinlich mal ganz gut ist, denn sowas hatte ich schon seit einer Weile nicht mehr. Ich habe irgendwie meistens was zu tun und ja, heute steht gar nichts auf dem Plan. Ich war sogar ein bisschen produktiv, ich habe nämlich das Skript für ein Video geschrieben, was aber erst in Deutschland wiederkommt. Und ja, im Endeffekt schaue ich den ganzen Tag lang nur Angry Video Game Nerd Episoden. Wenn ihr den nicht kennt, das ist ein YouTuber namens Angry Video Game Nerd oder sein YouTube-Channel heißt James Nintendo Nerd und er macht saugeile Videos, was so eine Kombination ist aus Game Reviews und fast schon Kurzfilmen manchmal, weil er manchmal einfach nur geniale Sachen mit einbaut und der ist einfach nur hammergut und lustig und ich empfehle es euch wirklich, euch mal anzuschauen, wenn ihr Englisch sprecht. Okay, über 10 Stunden sind vergangen, seit ich das letzte Mal die Kamera in mein Gesicht gehalten habe. Also jetzt nicht wortwörtlich, also jetzt nicht so, sondern halt so, ihr wisst schon. Und ja, es war wie gesagt einfach nur ein Gammel-Day. Wir waren zwischendurch mal kurz einkaufen und ein bisschen Kram kaufen, aber ansonsten habe ich wirklich nichts gemacht, außer ein kleines Nickerchen gemacht und ein paar Videos geschaut. Ich wollte euch aber mal noch eine kleine Geschichte erzählen, was mir neulich passiert ist, da ich das einfach so super cool fand. Und dort ist mir mal so aufgefallen, ja, irgendwie ist die Welt ganz schön klein. Auf jeden Fall hat mich neulich ein Mädchen angeschrieben, das mit mir mit in New York war. Ich war ja damals, bevor ich hier nach Utah gekommen bin, bei meiner Auslandsjahrorganisation 3 Tage in New York. Und ja, sie war halt eines der Mädchen, die auch mit dabei waren. Und sie hat mich auf Facebook angeschrieben und mir gesagt, dass ich im Sommer eine ihrer Klassenkameradinnen und eine ihrer besten Freundinnen in Texas besuchen komme. Ich fahre nämlich im Juni, nachdem die Schule aus ist, aber bevor ich wieder zurück nach Deutschland fliege, mit meiner Gastmutter ein paar Tage lang nach Texas, beziehungsweise fliegen wir dahin, wir fahren nicht, und besuchen dort ein paar Familienmitglieder mit ihnen, beziehungsweise ihre Enkelin und Tochter und halt ein paar Familienmitglieder. Und die Enkelin ist lustigerweise in der gleichen Klasse und eine gute Freundin von der Austauschschülerin, die mit mir mit in New York war. Das ist so, die Welt ist so klein. Ich fand das so lustig, als ich das gehört habe. Ich fand das voll Hammer. Wie die das auch bemerkt haben, war super. Nämlich hat sie, die Amerikanerin, also die Verwandte meiner Gastfamilie, ihr, der Deutschen, ein YouTube-Video gezeigt. Von dem Austauschschüler, der sie bald besuchen kommt, und hat sie halt darum gebeten, das mal zu übersetzen. Und sie hat dann so gesagt, ich kenne den, der war mit mir in New York. Ja, fand ich sehr, sehr cool, fand ich sehr lustig. Da fällt mir noch gleich eine andere Geschichte ein, und zwar, das ist nicht mir passiert, aber eine Klassenkameraden von mir in Deutschland, der ist irgendwann mal in Sommerferien für eine Weile nach Frankreich gefahren in Urlaub und hat dort am Strand unsere Französischlehrerin getroffen. Da denkt man sich so, boah, da hat man schon Sommerferien und kommt mal raus aus der Schule und kann seinen Lehrern trotzdem nicht aus dem Weg gehen, selbst wenn man in ein anderes Land reist. Aber es war auch nicht abgesprochen. Sie wusste nicht, dass er dorthin fliegt, er wusste nicht, dass sie dorthin fliegt. Aber er hat dann halt am Strand seine Französischlehrerin getroffen. Schon ein ganz schön krasser Zufall. Licht an, Licht aus, Licht an, Licht aus. Neulich in der Schule hatten wir was sehr Cooles, nämlich hieß das Legion Activity. Und ich glaube, Legion, das ist nur so ein Layton High School Ding. Und zwar ist unser, ja, Maskottchen, also unser Symbol oder auch, als was wir uns bezeichnen, sind ja Lancers, also römische Lanzenträger. Deswegen gibt es auch die Legion, also Legion. Und da gibt es dann irgendwie die Science, also die Wissenschaftslegion. Und dann gibt es die medizinische und die technische. Und gibt halt so verschiedene Untergruppierungen. Und du wirst in einen davon eingeteilt, je nachdem, was die meisten deiner... Je nachdem, was die meisten deiner Klassen sind. Wenn du zum Beispiel eine Klasse für Zeichnen und eine Klasse für Malen und eine Klasse für Kunstgeschichte hast oder so, wirst du wohl in die Kunstlegion gesteckt werden. What? 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 Stop it! No! Okay. Auf jeden Fall gab es da neulich die sogenannte Legion Activity und ich hatte keine Ahnung, was das überhaupt sein soll und ich wusste überhaupt nicht, was da abgeht. Auf jeden Fall war das so, dass wir eine Stunde lang an diesem Tag coole verschiedene Aktivitäten haben, die von den verschiedenen Legionen vorbereitet wurden.
Und wir konnten dann halt irgendwo hingehen und da gab es verschiedene Sachen. Die hatten Sachen in der Turnhalle, die hatten Sachen draußen. Und das Geilste überhaupt war, in unserer Eingangshalle hatten sie ein paar Massagiererinnen. So heißt das bestimmt. Auf jeden Fall haben sie gratis Massagen verteilt und das war halt super toll. Und vor allem habe ich gerade irgendwie einen Tag davor erst gesagt, boah, ich bräuchte mal eine richtig schöne Massage. Weil, oh, ja, Massage wäre mal richtig super. Und dann am nächsten Tag gehe ich da hin und die verteilen gratis Massagen und ich kann da hingehen und eine kleine Massage kriegen. War zwar nur 3, 4, 5 Minuten lang oder so, aber trotzdem, das hat so gut getan. Ah, Massagen sind schon was Schönes. Falls ihr mich irgendwann mal in einem echten Leben trefft, auf irgendeinem YouTuber-Treffen oder so, dann massiert mich. Nein, Quatsch. Das wäre komisch. Ich stelle mir das gerade so vor, wie ich irgendwo hingehe auf ein YouTuber-Treffen und dann kommt jemand einfach so an irgendeinen Fremden, den ich gar nicht kenne und massiert mich erstmal. Das wäre awkward. Das wäre seltsam. Ja, egal.